Hallo und herzlich willkommen zurück zu Couchnoobs, How to pick up chicks with dicks, heute mit Brox und Jaden. Was? Ich wollte dich einfach überfordern, Jaden. How to pick up chicks with dicks? Ja. I don't know how to do that. Oder dudes I with, don't oder, want oder, to oder, do that. Oder dudes with tits in dem Fall eigentlich. Also. Ja, es gibt keine chicks with dicks, es gibt nur dudes with dicks, tits. Und dudes with dicks gibt's auch. Dudes with Dicks gibt's auch, 2 an der Zahl hier auf der Couch. Also wirklich, hast du auch einen? Tatsächlich, ja. Risikokomit, darf man da nur einmal getroffen werden, gell? Genau, ja. Also man darf gar nicht getroffen werden. Naja, einmal und dann ist es vorbei. Gar nicht. Ja, einmal und dann ist es vorbei. Also so gar nicht halt. Willkommen in der Galaxie. Ich bin der, boah, das ist der Ur-Nazi-Maulwurf. Nazi-Maulwurf? Warum sind alle Nazis, echt? Komm raus, du Penner. Danke. Fuck you. Ride in the pussy. Das ist nicht Puss, das ist Puss in Boots. In so the ist Puss. Das, du sagst das falsch. The Puss. Also ich bin Stecherbrox, ich kenne mich da wohl, glaube ich, besser aus als du. Stecherbrox. Hallo. Kannst du das auch mit irgendwas backen, außer deiner Reputation? Hallo. Ich kann da Testimonials zeigen. Testimonials. Holy crap, na die würde ich sehen wollen, ja. Oh. Come on, come on. Ibra! Was das? Yep. The rule of three. Das. Naja. Nicht schlecht, gell? Ja, ja. Du hast mich dargestellt in unserem Haha Sims Let's Play. Fick das. Als Brox der Stecher. Ja, aber nur weil ich dir geschmeichelt habe. Achso, nicht der echte Brox, sondern der Sims Persona Brox oder was? Ja, ich weiß nicht, wie es in deinem Privatleben ausschaut. Hast du schon eine shady Backstory für mich ausgedacht oder was? Vielleicht werden wir das herausfinden in einem anderen Sims Let's Play, wenn sie jemals eins geben wird. Niemals. Wer weiß. Vielleicht in die Sims 4 irgendwann. Schauen wir mal. Die Sims 4? Ja, vielleicht. Gibt's das nicht schon? Ja, eh. Wieso sollte ich das spielen wollen? Ich weiß nicht, weil ich urgerne die Sims spiele. Das macht nur Spaß für 30 Minuten ungefähr. Ja, wow. Bis das Erstellen der Charaktere und das Bauen des Hauses vorbei ist und dann ist es so useless. Das ist wirklich ein Hausbausimulator. Hey, bau dir dein Traumhaus. Mhm. So ungefähr, ja. Und weißt du, womit sie Geld verdienen könnten, wenn sie diese Software verkaufen an irgendwelche Fertigteilhausproduzenten mit echten. Mit echten Maßen. Und dann gehen sie einfach her und die designen sich in so einem 3D-Programm einfach ihr fucking Traumhaus. Ja. Mit da, dort, wie wo was waren. Fucking Sims-Style. Weil dann können sie gleich auch Sachen reinstellen. Natürlich jetzt nicht mit diesen. Ja, ja. Fertig. Und das rennt mit dazu. Daneben gleich quasi dieser. Der Kostenvoranschlag auf die Art. Ach so, gell? Ja. Na, ohne Spaß, das wäre urgeil. Wenn du 3D dein Haus bauen kannst. Kannst du wahrscheinlich eh. Gehe ich einmal fest davon aus. Wir müssen dann mal langsam bei uns das Fenster zumachen. Es wird hier immer lauter da draußen. Ja, irgendwer weint da oder irgendwer schreit. Es ist einfach nur laut, so wie wir auch immer laut sind. Ja, aber wir müssen das tun. Wir müssen das, ist unser Job. Das ist aber gleich keine Entschuldigung. Ja, hallo, wenn die Polizei kommt und sagt, hey, ist zu laut. Ja, Entschuldigung, aber hallo? Du bist gerade zu laut. Wir machen hier Couchnoobs. Du bist gerade zu laut und du bist im Weg. Mr. Polizist, wirklich. Mr. Policeman. Mr. Police Officer, man. Das schaut so geil aus. Ich wollte kann ich auch sagen. Der Tag, an dem wir das heute aufnehmen, ist der Tag, an dem ich quasi beinahe ausgeraubt worden bin. Und die Diebe zu blöd waren. Und vergessen haben, mein Rad mitzunehmen, ansonsten haben sie eh nichts gestohlen. Vergessen. Von mir. Ja, oder sie wurden gestört, keine Ahnung. Es waren wirklich Trotteln. Ja. Und da war halt jetzt CSI Simmering bei mir, weil ich wohne halt in Simmering. Ohne Spaß, der alte, also der alte Polizist, der war super. Der hat den Urschmäh drauf gehabt, kennt natürlich die ganze Belegschaft, dann hast du natürlich schon, hey, hast du einen Bruder? Ja. Ist der in die Schule gegangen? Ja. Wieso, woher kennen sie den? Na, ich bin bei der Kriminalpolizei, dreimal darfst du raten, weißt du? Ohne Spaß, so. Der war richtig super und hat seine urdicke Lederjacke gehabt, weißt du? Mm. Hat ausgeschaut wie so ein typischer Kriminalpolizist halt. Und ich wollte eiskalt fragen, ob die Jacke mit der Dienstmarke kommt. Ja, Dienstmarke, das ist die Jacke. Bist du bei der Kripo? Da ist das. Da nimmst du. Ja. Hey, manche Sachen braucht man.
Oh, das war jetzt in letzter Sekunde ausgewichen. Gesundheit, direkt dran. Danke, ja, werde ich. Fire Mario. Fire Mario. Und der zielt automatisch, oder was? Nein. Na, so gut könntest du das nicht. Ja. Yep. Oh. Siehst du ja. Und der andere Kieferer. Deswegen sage ich auch CSI. Das war so ein Junge, weißt du, von der Spurensicherung, weil der hat nämlich... Shit. Was? Shit. Muss noch kannst du nur ein paar Mal... Na, du hast nur eine bestimmte Zeit, wie mit dem Eispilz. Also, nein, und der Junge, der hat ausgeschaut wie so ein Hipster. Mit seiner Kamera herumrennt, gerade nicht, dass er alte Analogkamera hat, alles fotografiert. Hat er auch, das muss er mit dem Smartphone muss er fotografieren und dann gleich einmal einen Instagram-Filter drüber legen. Ja, voll für die Akten. Ja. Das ist super. Wirklich, das war CSI Simmering. Oh! Ja, voll realistisch. Lava ist an Decke und Boden. Naja, das ist, weil da zwei Gravitationen da sind. Ne? Das ist quasi wie dieser eine schlechte Film mit der, wie heißt sie, Kirsten Dunst, glaube ich, ist das. Wo zwei Planeten quasi direkt beieinander sind. Und es gibt eine Gravitation von dem einen Planeten, eine von dem anderen. Und nur jeweils die Teilchen von dem einen Planeten werden von dem Planeten dann auch angezogen. Das heißt, du kannst nicht auf den anderen Planeten und umgekehrt. Geht auch einfach nicht. Und der größere Planet beutet halt den anderen aus. Jetzt gieß. Und, das ist urschlechter Film, aber... Ja. Ich weiß gar nicht, was für ein Film es ist tatsächlich. Ich glaube Upside Down oder irgendwie sowas. Okay. Klingt nach dem richtigen Titel für Crap-Filme. Ja. Ah! Ich will nicht dich... Jump. Oh, Trickshot. Yep. Oh. Tricky. Ha. Holy fuck. Kannst du das selber umdrehen oder? Nein, das dreht sich von alleine um, sobald ich dann dort bin. Wupp. Ah. Ja, das dreht sich. Das ist ja cool. Das ist awesome. Oh. Pff, ja, mit Speed Boost, also mit Long Jump Boost. Long Jump. Longo Jumper. Longo Jumper. What the fuck machst du da? Ich hab nicht das Richtige. What the fuck? Nicht das Richtige. What the fuck tut er? Get the fuck away. So, was machen wir jetzt? Das ist nicht ausgemacht. Ja, ich habe ein bisschen Scheiß vor, Entschuldigung. Immer mit deinen Faxen da wirklich einmal richtig machen. Ja. Mit Profis ab. Leute, ich mache an dieser Stelle jetzt einen kleinen Contest. Ach so. Derjenige, der ein besserer Jaden sein kann, der wird ab jetzt mein Co-Host. Du müsst halt auch einen Großteil der Arbeit übernehmen, aber es ist kein Thema. Kann ein besserer Jaden sein als der Jaden, das kann ich da jetzt sagen. Ja, doch. Es geht. Ah, hier gerade noch so. Ja? Musst du da jetzt auch mit Damage Boost drüber? Nein. Ach Gott, Urschlicht. Urschlicht. Schi hart. Schi. Alter. Oh. Hallo. Leihwand ist, gell? Boah, war, ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Weißt du, was immer das Geilste an unseren Aufnahmen ist? Die Tatsache, dass ich eigentlich derjenige sein soll, der sich schwer darüber aufregt, dass es gerade verkackt hat, aber du derjenige bist, der sich immer darüber aufregt, dass ich Sachen verkacke. Ja, weil ich... weißt du, das ist das Einzige, was mich richtig stört bei uns, ist, dass du ständig spielst und ständig so scheiße bist, weißt du? Ah, ich bin ständig weil so scheiße. Hätten wir YouTube-Fame, wäre das alles kein Problem. Wirklich. Ja, wärst du es nicht? Ja, weil du dann viel besser wärst. Dann wäre ich viel besser bei. Ja, so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich es sage. Ach so, na dann. Das macht natürlich total Sinn. Hallo, ja. Ich meine... Na, es gibt... Ja. Ich
räume die erstmal aus dem Weg. So. Dann hol dir mal hier eine Münze. Wollen wir noch die Tür aufmachen und den Stern holen? Sicher, wir holen uns noch den Stern, bevor es vorbei ist. Es wäre so gemein, einfach so, hey, ja, da ist der Stern. Tja. Was? So sind wir nicht. Nächstes Mal hier auf Couches Noobs. Sehr schön. Aber jetzt machen wir es auf safe, okay? Ja, mach ich doch. Von oben wieder. Ja, mach ich doch. Nicht von unten. Ja, mach ich doch. Ja, du bist fast wieder runtergefallen. Ja, ich sehe es eh schon, gell? Ich bin doch eh alles im grünen Bereich, alles, mhm. alles Knorke, alles Dufte, alles tipptopp. Nee, du bist nicht Knorke. Das nächste Mal bei Couch Noobs. Ciao, aber scheiß Wichser, Bruder. Knorke hast du dir noch nicht verdient. Wir sind so bedient. Es ist voll okay, dass du mich schimpfst, aber nicht meine Mama. Depp hat er geschissen. Ficker, der Ficker. Fuck your father, fuck your father. Deine Mama. Sicher die urnette Lady. Ja, genau. Ja, genau. Da geht's meiner Mutter nicht. Du weißt nicht, ob sie scheiße ist. Vielleicht ist sie scheiße. Sag nicht, dass sie nett ist. Das ist sie tatsächlich nicht. Meine Mutter ist wundervoll. Hallo Mama, an der Stelle wirst du nie sehen. Sehr gut, perfekt. Ciao, Baba. Ciao, Baba.